hält jetzt aber, du. Ach, schönes Feierabendbier, ne? Ja. Du weißt was, mein Engelmann? Ja. Mir liegt richtig was auf der Seele auf. Ach nee. Ich hab Ärger mit Frau Kager. Weißt du, meine Nachbarin? Ja, ja. Weißt du, ich bin ja mit ihr seit Jahren muggelig. Und wir reden ja immer regelmäßig 3, 4, 5 Mal in der Woche und so weiter. Und jetzt ist totale Funkstille. Ach. Sie ist verärgert, sie ist reingegangen in die Wohnung, hat die Tür geknallt und so weiter. Hm. Ne? Was war los? Was passiert? Ja, sie geht ja normalerweise einkaufen, wollte sie auch, aber sie hat es so mit der Hüfte. Und dann fährt sie ja immer mit ihrem Klapprad. Ja. Und das stand aber vorübergehend nicht zur Verfügung, das Klapprad. Das stand nicht zur Verfügung? Nein, ich hatte das eben, ich hätte es kurzfristig zweckentfremdet. Ja. Und was denn? Ja. Nein, ich hatte ein Weltgerät gebaut, eine Treppengeländer-Poliermaschine. Ach. Weißt du, ich habe, und zwar ist es Welt, und zwar muss sagen, ein Frottee-Handschuh auf eine Pedale, dann Poliermittel auf, dann hochgenommen das, und das Fahrrad und mit der anderen dann da über das Geländer über. Und dann kam sie in dem Moment gerade an und meinte, das geht jetzt zu weit, und hat dann rumgeschrien und alles in die Tür geknallt und sowas, und seitdem redet sie nicht mehr mit mir. Super. So, und dann habe ich ihren Zettel noch unter der Tür durchgeschoben. Ich würde für sie die Einkäufe machen, wenn sie mir einen Briefumschlag mit Geld und mit einem Einkaufszettel in den Briefkasten wirft. Mhm. Hat sie dann auch gemacht. So, dann bin ich damit los, habe dann auch eingekauft, die ganzen Sachen. Und jetzt pass auf. Welt. Es ist Welt. Ich habe die Tüte bei ihr vor die Tür gestellt, aber ich habe die leckeren Sachen, weißt du, die weiße Schokolade mit Grissplin, Pigolo, die kleinen Gürkchen und so weiter, das habe ich alles bei mir in Kühli gepackt. Und die Sachen, nur so ein Klopapier und ein Putzmittel, das habe ich in der Tüte drin gelassen. Wieso? Und ihr vor die Tür gestellt. Wieso, ne? Hast du ihr das nicht alles auf einmal gegeben? Was? Ja, weißt du was, dann nimmt sie die Tüte rein vielleicht und dann guckt sie und dann fehlt ihr was. Und dann kommt sie zu mir, muss sie zu mir an die Tür kommen und klingeln. Und dann sagt sie, ditsche, Moment mal. Und ich sage, ach, die Schokolade, natürlich. Moment mal bitte, Frau Kerk. Dann geht sie wieder weg. Kommt sie vielleicht eine halbe Stunde später noch mal wieder. Und so weiter. Dass sie immer zu dir kommen muss. Ja, sicher. Und dass wir wieder kommen. Ja, und wieder ins Gespräch kommen. Ja, ditsche, aber das kannst du doch viel einfacher. Geh doch einfach, geh runter zu ihr. Was? Entschuldige dich. Sag, tut mir leid, Frau Kerger. Ne? Bringst ihr Blumen mit vielleicht? Ja, ne? Weiß ich nicht, da traue ich mich nicht. Dass du auf sie zugehst. Ja, oder weißt über du? Meinen Schatten springen, da traue ich mich nicht so recht. Ja, aber dass du das wieder in Ordnung bringst, weißt du? Die Nachbarschaft, das fehlt dir doch. Ja, sicher. Meinst du, dass sie das... Meinst du, ich bin dann willkommen bei ihr? Ja, sicher, klar. Meinst du? Ja. Weißt du was, dann kann ich ja auch noch Werkzeug mitnehmen und bei ihr gleich die Wasserleitung noch mal neu machen. Die muss man ja, neu. Nee, aber Ditsche, fang doch klein an. Bring das Leergut weg oder sowas für sie. Weißt du? Erstmal. Ja. So chill. Ne?